passiert nun? Ja, wahrscheinlich senkt sich die Brücke, logischerweise. Was soll sonst geschehen? Yay, wir können endlich weiterfahren. Awesome. So. Kackteile sind weg, Schalter ist fertig gedrückt, alles ist wieder gut. Tutti frutti auf nach Bad Glimmerich. Yay. Awesome. Willkommen im Erdgeschoss des Tulpenbacher irgendwas. Bahnhofszentrum oder was seid ihr da hier? Jetzt können wir uns auch diesen Orden hier holen. Mein Gott. Wenn man beim Sprung eine Richtungstaste drückt, tu mir nichts P, vorausgeboten ist gegen gegnerischen Angriff auf deinen Partner eher daneben. Werde ich nie einsetzen wahrscheinlich. Was soll ich sagen, sobald man die Richtungstaste beim A drücken drückt, kann man diesen Supersprung nicht mehr ausführen. So, brauchen wir das? Ja. Jetzt wird hier erstmal gespeichert. Datei wird gespeichert, sehr, sehr gut. So. Jetzt geht's jetzt mal weiter, wo kann ich denn jetzt hier einfach den Zug wieder betreten oder was? Boah, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir lesen erstmal die Mails. Wir haben voll viele Mails bekommen, die wir nicht gelesen haben. Buhu-Mail, dann Radausgabe 5 und Marono vergessen. So, erstmal Buhu-Mail. Hallo, Mario, ob diese Mail wohl ankommt? Diese blöde Technik aber auch. War nett, dass du uns in der Spukabtei so geholfen hast. Deshalb verrate ich dir ein Geheimnis. In der Abtei gibt es noch viel mehr Schätze. Oder hast du diese schon gefunden? Warum sag ich dir das denn überhaupt? Schade um die schöne Information. Auch gut, dein nächstes Abenteuer kommt schon früh genug. Ein Spukabtei, Buhu. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Okay, reicht. So, Radausgabe 5. Rolling heute. Gut informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wahrsagerin, mehr lieblich, 25, heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Oh. Besorgte Fans belagerten das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte Melieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Okay, das ist gut. Shoppingdetektiv, heute stellen wir vor, den kleinen Laden auf der Isla Corsaria. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diesen von Rohlingen... Was? Doch, führte diesen von Rohlingen auf die unbewohnte Insel. Ach so, der war vorher in Rohlingen, jetzt habe ich's gecheckt. Und hier im Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Im Interview zeigt der Inhaber sein stolzestes Lächeln und gab zu Protokoll: Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezeptecke. Auch heute wieder, Kochen für Fortgeschrittene. Und auf dem Speiseplan steht Peach-Torte. Alles, was man braucht, ist Backmischung und ein Pfirsich. Das Ideal zur Teestunde am Nachmittag passt. Zum Schluss beliebtester Newsletter von Rohling, radfreudig auf die nächste Mail und so weiter und so fort. Marono. Hey Bomber, ich bin's Marono, dein Kumpel aus der Arena. Bei dir alles klar? Na, ich schätze, du kämpfst auch jetzt gerade gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfe haben das alte Feuer in mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald mal wieder. Vielleicht im Ring? Aber pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden als damals. Sogar stärker als jetzt. Marono, sogar Totskova. But first, let them take a selfie. Let them take a selfie. So. Ich muss es doch jedes Mal machen. So, erstmal rein hier. Abfort. Ja, sag ich doch. Na denn, haben wir schon mal unseren Posteingang auch überprüft. Haben wir ja sehr lange vernachlässigt. Haben wir das fertig, das haben wir fertig, das haben wir auch fertig. Haben wir mal schon voll viel gemacht. Ich hoffe, ich vergesse am Ende nichts, ich habe nämlich noch voll viel vor. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof, Bad Glimmerich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Was geht denn jetzt hier so? Hier ist keiner. Stimmt, hier war ja auch dieser Geist. Mit dem können wir eigentlich, glaube ich, jedes Mal quatschen, wenn wir uns wieder verstecken. Oh, wie werde ich das Essen vermissen. Diese Reise war wirklich ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Das glaube ich auch.
mit Kartoffelsuppe. Gucken, was macht Brilliant Tea. Ach ja, klar, wir müssen denen ja jetzt die Sachen wiedergeben. Fällt mir gerade auf. Wir haben das ja alles noch im Inventar. Hier hast du deinen Goldring. Hast du meinen goldenen Ring gefunden? Ja, hier. Oh ja, das ist der Ring, den ich verloren habe. Danke, mein kühner Held. Ich wusste, du würdest ihn finden. Nimm diese Kleinigkeit zum Dank. 30 Münzen. Leb wohl. Tschüss. Danke für die 30 Münzen, Madame. So, jetzt müssen wir noch die Muschelohrringe gleich abgeben. Erstmal gucken, das müsste leer sein. Starty ist ja weg. Völlig vergessen. So, zum Schaffner möchte ich jetzt nicht. Was? Schaffner? Zum Lokführer meine ich natürlich. Da will ich jetzt nicht hin. Ich möchte jetzt erstmal die Muschelohrringe dem kleinen Toad-Mädchen geben. Hallo. Hast du sie gefunden, meine Muschelohrstecker? Ja, hier. Oh, da sind sie ja, meine Ohrstecker, danke. Ich möchte dir das hier zum Dank geben. Sternsplitter, zwinkert sie uns zu. Ein herrlicher Sternsplitter. Wie kann etwas herrlich sein? Naja. Es gab noch nie einen so netten Passagier wie dich. Ja, ich bin wirklich super. Super duper toll bin ich. Ja, ja. Ja, ja. Bla, bla. Toad Damen, ey. Ist ja nicht zum Aushalten hier. So, es geht bei dir. Inspektor Ping, Privatdetektiv aus Glimmerich. Morgen komme ich endlich mal wieder nach Hause. Irgendwie freue ich mich. Aber jetzt ist es schon spät und du hast morgen viel vor, Luigi. Vielleicht sollten wir langsam zu Bett gehen. Gute Idee. Vielleicht sollte ich pennen, aber ich will erst noch mit den anderen Leuten quatschen. So, was geht bei dir? Guten Abend. Morgen erwarten mich wichtige Geschäfte. Ich habe alle Unterlagen nochmals überprüft. Bleibt nur noch morgen ausgiebig zu frühstücken. Natürlich auf Firmenkosten. So kann man das natürlich auch ausbeuten. So, was geht bei den Bomben hier? Die schlafen auch im Stehen, ne? Guten Abend. Weißt du, Papa und Mama, sie haben gesagt, sie kaufen mir eine Modelleisenbahn in Bad Glimmerich. Ich freue mich so. Ja, das ist doch mal schön. Sei gegrüßt, Bomber. Bronzmut hat es mir erzählt. Du hast ihm gestern ein Autogramm vom Lokführer besorgt, nicht wahr? Wir werden ihm auch etwas schenken, worüber er sich freuen wird. Das hoffe ich. Ich wusste ja gar nicht, dass Bronzmut so fanat in Eisenbahnen ist. In Bad Glimmerich werde ich ihm eine Modelleisenbahn kaufen. Das ist doch mal nett. Familienreunion, würde ich mal sagen. Der erste Extraklasse. Guten Abend, Mario. Danke, dass du uns in Tultenbach geholfen hast. Genieße deine letzte Nacht an Bord und erhole dich ein wenig. Hab ich vor. Dann lass mal pennen gehen, Yoshi. So, die sind alle zufrieden. Mit dem Koch möchte ich nicht quatschen. Der hat bestimmt wieder irgendeinen Versprecher und irgendwas Kulinarisches oder sonst was wie Leckeres. Ach, warum bin ich denn jetzt auf Yoshi gestiegen? Zu Essen vorzubereiten für morgen. Also gut, morgen sind wir endlich im Bad Glimmerich. Wir müssen das Sternjuwel unbedingt vor diesen Typen finden. Wir sollten jetzt schlafen, um genügend Kräfte für morgen zu sammeln. Läuft. Ab ins Bett. Dritter Reisetag. Und wieder ein neuer Tag. Und ein ganz besonderes, ruhiger und frischer Tag noch dazu. Ja, das stimmt. Er ist tatsächlich sehr ruhig und frisch. Wieder eine Mail, die lesen wir jetzt zuerst. Bitte nicht ein Rad-Dings-Bla. Scheiße, Big Omp. Ahoi Mario. Wer ist Big Omp? Ach der. Ahoi Mario. Das Leben auf der Insel ist echt nicht übel. Sonnenaufgang. Aufstehen, Sonnenuntergang, in die Koje. Dies simple Leben gefällt mir ziemlich gut. Manchmal kommt Corsario vorbei und faselt irgendwas. Wir leben wie die Wilden, das ist unzivilisiert und, unzivilisiert und so ein Zeug. Aber abgesehen von diesen Störungen ist das Leben auf der Insel wunderbar. Und du, immer noch auf der Suche nach dem großen Abenteuer, passt irgendwie zu dir, Captain. Also, versuch die bösen Jungs kräftig und befreie deine Prinzessin. Big Om. But first, let him take a selfie. Let him take a selfie. Okay, reicht. So. Abteil 4 war nichts, Abteil 3 war der Vielfraß. Ah, ist scheinbar beim Frühstück. Was geht bei den anderen so? Erstmal rumschauen hier, was sie so machen. Ist wohl auch beim Frühstück. Gut, gut, gut. Der ist nicht da. Was macht der Lokführer? Bestimmt den Zug steuern, hoffe ich. Wäre jedenfalls ganz nett.
Hallo. Guten Morgen, Mario. Ist heute nicht ein besonders ruhiger Tag? Was? An den Scheiben klebt Dreck. Oh, die schwarzen Dinger von links. Ja, was ist das denn? Hey, das sind doch diese Gestalten von gestern aus dem Bahnhofskeller. Die haben sich an den Zug gehängt. Was kann man da mal machen? Zuerst müssen wir prüfen, wie es den Fahrgästen geht. Ich halte hier die Stellung. Mario, kannst du nach dem Fahrgästen sehen? Ja, ich glaube, Stellung halten, so wie das aussieht, wirkst du ein wenig verwirrt. Mein Freund, aber die Viecher sind überall. Hey, die Fahrgäste sind doch beim Frühstück. Und außerdem sind die Viecher doch sowieso nur von außen. Das bringt doch hier im Zug eh nichts. Außer die lassen uns irgendwie entgleisen, dann wird's eklig. So, hier sind wir jetzt nochmal. So, jetzt müssen wir erstmal hier mit Yoshi ein bisschen rumrennen. Das geht mir doch ein wenig schneller als zu Fuß. Ich werde erstmal mal speichern hier. Hä, keiner da. Im Ernst, sogar der Fisch ist weg. Aber der Shopbesitzer Toad steht da unten noch. Das ist gut. Kann man hier Donnerzorn kaufen? Sind die teuer oder nicht so teuer? Mal kurz schauen. Was kosten die denn? Ich kann nichts kaufen, hallo. Pennt der oder was? Oh, aber Mario, da waren noch diese schwarzen Biester. Sind sie weg, aber... Sei gegrüßt, willkommen im Kiosk des Glimmerliners. Wir führen diverse Items sowie Souvenirs für den modernen Reisenden. Also, womit kann ich dir helfen? Kaufen, verkaufen, lagern, abholen. Ja, kaufen habe ich vor, mach ich gleich. Also jetzt, was kostet das? 15 Münzen für einen Donnerzorn, das ist so mal nice. Da nehme ich doch mal ein paar von mit. Ich kann keine Items mehr mitnehmen. Also, ich möchte hier erstmal verkaufen. Und zwar den Trockenpilz, der geht mir voll auf den Sack. So, Powerblock geht weg, weil Donnerzorn ist besser und erfüllt denselben Zweck. So, Wackers Kick. Das Ding kickt hart. So, die Kokosnuss geht weg, die stört mich. Ja, was machst du? 5 KP, 5 BP. Bringt mir das was? Eine Notsituation bestimmt. Egal, geht trotzdem weg. Scheiß drauf. Donnerzorn sind besser. Ja, 15 Münzen. Ich möchte davon auf jeden Fall ein paar kaufen. Also, ich mache jetzt, glaube ich, mein Inventar damit auf jeden Fall erstmal voll. Ist immer gut, wenn man welche auf Tasche hat. Ah, und jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Na toll, ich bin weg, tschüss. Mach's gut, Monsieur Shop Toady. So, was geht hier? Ich gucke jetzt mal nicht nach den anderen, ich gehe einfach mal durch. Irgendwer rastet doch hier bestimmt gleich aus. Hä, wieso ist das auf? Wo ist der Toad davor? Aha, die sind im Zug. Scheiße, wie sind die reingekommen? Flu, 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 flu. Ja, ist ja Wayne. Wie heißt die überhaupt? Die sind in den Zug eingedrungen. Schmeißen wir sie erstmal wieder raus. Ja, stimmt. Das wäre ganz gut. Raus hier mit euch. Los, komm. Ach, die Toddame. Und wer ist das hier? Hier ist auch irgendwas. Da ist doch was im Busch. Ach, der Schaffner Tod. Mhm. Gut, die werden wir los. Danke, Mario. Danke für deine Hilfe. Als wir schliefen, da kamen diese Dinger. Ich hatte solche Angst. Sie sind wohl durch die Fenster im Gepäckwagen eingedrungen. Sie haben noch immer viele Fahrgäste in ihrer Gewalt. Oh, die Armen. Oh nein. Wie verstört der guckt, der Kleine. Ja, gut. Jetzt müssen wir erstmal hier an die Decke. War klar, dass das nicht hinhaut. Ich weiß auch gar nicht jetzt, wo das genau ist. Achso, da. Auch nicht. Hä, ist das nicht dieser Yoshi, komm da runter. Wenn ich da oben nicht sein kann, dann kannst du das auch nicht. So. Hä, muss ich denn hier durchgehen, oder wie ist das? Ne, da ist die Dings. Das muss hier sein. Ja, doch, ist richtig. Ich kann sagen, hä, das muss doch hier irgendwo sein. Was ist denn das da für ein komischer Strichschatten? Oder ist das Fuck-Klebematerialzeugs hier, Klebeband? Geh mal runter da. So, andersrum, verkehrte Welt und so. Das sind doch schon ein paar. Was passiert hier gerade?
Muss ich die einfach nur hauen oder muss ich nach vorne kommen? Ein Mysterium. Also für mich, nicht das Item. Flu, Flu. Flu was? Oh oh, wie die Buhus. Sie bündeln ihre Kraft oder was? Ach du Scheiße, Tentakeln. Oh mein Gott, die ganzen Passagiere. In dem Ding drinne. What the heck? Lästige kleine Biester. Sieh mal, Bomber, das sind ja die anderen. Hilfe! Ka! Oh, die Kampfpose. Flu, Flu! Flu was? Hier ist im Übrigen auch eine ganz coole Kampfmusik. Klar. Fluffy heißt der Gute. Nein, und die springen daneben, dieser Rotznebel, ey. Gut, kein Problem. Luftwaffe. Ey, was ist denn das? Wieder nicht. Als ob alles daneben geht. Ach du Scheiße, der macht ja voll viel Schaden. Okay, das ging jetzt auch daneben. Gleiches Recht für alle, oder was geht hier? Na toll. Okay. Ich hätte, danke, nichts dagegen, wollte ich gerade sagen, wenn der Nebel sich mal verziehen würde. So, nächste Donnerzorn. Und jetzt lass den Nebel bitte wegbleiben, damit ich endlich mal Schaden machen kann. Sehr gut, dankeschön. Warum wedelst du so rum? Das verwirrt mich voll. So, du machst Luftwaffe. Ja, Luftwaffe ist ganz gut, das machst du mal. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich dich draußen habe anstatt Gumbrina, die für den Job hier einigermaßen besser geeignet wäre. Aber kein Problem. Hätten wir. Aha, HP. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Schaffe ich, schaffe ich. Alles gut, keine Probleme. Wir kriegen das hin. Hatte ich keine Sorgen. So. Hätten wir das. Kommen jetzt die Tentakeln wieder, oder? Nope, ein Riesententakel. Haha. Das kannst du mal voll knicken, Alter. So, ich möchte jetzt mal bitte austauschen auf Gumbrina. Und Mario springt mal auf dieses Tentakel-Ding hier. So, das ist weg, das verzieht sich jetzt mal schön fleißig. So, und Gumbrina macht jetzt mal die Multikopfnuss. So, Mario ist mit der nächsten Stampfattacke. Aber mache ich meinen Ultrasprung. Aber den verkacke ich manchmal. Also mache ich die Stampfattacke, die ist eindeutig sicherer. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Es ist einfach nur ultra peinlich. Was macht meine Gamecube da gerade? Wehe, du lässt jetzt das Spiel abscheißen und rast dich aus. Nein, Shy Guy. Toll, nicht mal das hat getroffen. Kopfnuss auf den Tentakel. So, den haben wir weg. Und jetzt treffe ich mit Sicherheit diesen komischen Körper von Fluffy da nicht mehr. Wette ich mit euch. Ach Mann, warum ist das so? Immer passiert genau das, was ich nicht will.
Und der normale Sprung hätte eben im Übrigen auch gereicht. Aber gut, ich habe das Action-Kommando eh verkackt. Kann sein, dass jeder Boss hier 30 Sternpunkte gibt.